Erinnere mich ein bisschen so an Plasteline. Kennt ihr die? Es ist echt süß gemacht, also ich muss echt sagen. Was ist das denn? Was ist das denn? Ein Lagerfeuer. Erinnere mich ein bisschen an Stalker. Shadow of Chernobyl. Chernobyl. Also, da würde ich echt gerne mitsitzen. Also der vor allem hier. Mit der Kapuze. Fehlt noch das Gewehr im Rücken und der Schäferhund neben ihm. So. Hier ist ein Loch. It looked like most of the shacks in the village were built out of trash. Trash from our world. Ja, ist mir schon aufgefallen. Was, after all, a garbage disposal pad that took me here. Okay, hier geht's weiter. Geht's hier weiter oder geht's dort weiter? Ich glaube, hier geht's weiter, deswegen schaue ich mal da drüben nach. Okay. Na echt, also auch wenn alles aus Müll gemacht ist. Oh, hier ist ein WC, okay. Kann man auch. Ups. Das ist verstopft. So, na gut. Nett. Allemal. Aber hallo. Ach, hier unten ist auch was. Nichts herumliegen lassen, alles in einen Topf geben. So wie hier. Nichts herumliegen lassen, habe ich gesagt. Es hat ein. Alles klar. Die wirken ein bisschen so. Als wären sie in einem Paradies, aber irgendwie war sie total fad. Sie schon langsam depressiv werden, weil es ihnen so gut geht. Na? Ist klar. Die haben nichts zu tun den ganzen Tag. Ich kenne das irgendwoher, dass es richtig, richtig fad wird. Wenn man viel zu tun hat, dann möchte man unbedingt nichts tun. Aber wenn man dann was, wenn man dann nichts tun muss, dann fehlt einem irgendwie auch die Motivation einfach für alles. Also, da verliert man langsam irgendwie auch, also auf jeden Fall den Rhythmus im Leben. Darunter zählt der Biorhythmus, also Schlafrhythmus. Oh, ich bin oben. Und dazu gehört generell irgendwie der Rhythmus des Alltags auch, der wird total. Wenn man keinen Rhythmus hat, dann. Man fühlt sich ein bisschen verloren. Fühlt sich wirklich ein bisschen verloren. Vor allem, wenn man nicht weiß, was man sonst noch im Leben machen soll. Also ich bin noch jung, also ich. Und ich überlege gerade, wie es in meinem Leben weitergehen soll. Eine kurze Philosophie über
Das nichts tun. Okay, hier komme ich nicht. Achso, warte, ich habe ja den. Dann kann ich ja gleich da oben auch noch das hier machen. Bin wieder unten, oder? Ja. Okay. Hä? Was ist der Trick? Loslassen? Gut, das war der Trick wohl nicht. Moment. Wie weit bin ich jetzt nach hinten? Ich renne mal ein bisschen. Muss doch irgendwie aufholen. Sehr süß. Bisschen gruselig, aber doch süß. Scheiße, ist total langweilig. Was macht sie denn lieben langen Tag hier? Sie sieht jeden Tag das gleiche Bild. Oh, hier ist wieder ein Rätsel. Die ist noch jung. Okay, das ist genauso alt wie die anderen, aber... Kommt man von hier aus weiter? Das wollte ich eigentlich nicht. Okay. Komme ich hier weiter? Das war zu viel. Das war zu viel. Fast. Oh Mann. Hat's auch nicht gereicht. Okay, also Checkpoint ist echt schlecht gesetzt. Da muss man... Ups, da muss man schon... Das muss ich jetzt zugeben. Vor allem, weil der Checkpoint auch noch da ist jetzt. Und der letzte... Wer ist das? War das der Onkel? Moa steht drauf. Moa. Wieso komme ich nicht auf diese blöde Insel? Puh. Okay, so geht's auch. So, was mache ich hier jetzt? Da ist hinten. Das habe ich gar nicht gesehen. Da ist vorne. Ach, da ist vorne. Okay, da war vorne. So. Ah, hier. Zack. Na. Ach so, ich muss springen. Oder auch nicht. Hä? Ups, jetzt habe ich unabsichtlich gegen das Mikro geschlagen. Alter, na, ehrlich? Das ist ja nicht euer Ernst. Ups. Puh, naja. Also danach habe ich jetzt aber jetzt keine... Ha!
Geschafft. Ist hier ein Checkpoint? Nein, aber der ist... Ist da drüben einer? Ich hoffe. Verdammt. So. Oh, ist das schön. Es ist Weihnachten. Welcome. Our name is Sangreth, and we will do our best to assist you. Please tell us what brings you here. I told him that I was looking for my uncle Fred. We should help. Do you know where he is? Fred left us without a word. If you aspire to find him, we can share with you a sacred crystal, a power core. Fred used their kind to power his suit. You can have it if you return our Fred to us. The crystal? Sweet! Madeline, that was inappropriate. Your help will not be necessary. The crystal is not for you to have. What? I want to help finding Fred. Why couldn't I? Please, Madeline, that is impossible. None of us may enter the chasms. It is too dangerous. What's the danger? If Fred can do it, so can I. I say this for your own protection, Madeline. You are forbidden from entering the chasms. Just because you're afraid of what's outside the village doesn't mean I am. I'm nothing like you. I'll never be. We apologize. Oops, this is... It is true that we want to keep her safe. But she does not understand. Behind us is the power core. Take it and go into the chasms. Find Fred. And if you see Madeline, take care of her. Okay. Be safe. Danke, weiser Mann. Ich will mal zum Arzt gehen, Alter. Ist eine Uhr? Puh. Was ist das für ein Dinger? Achso. Kann ich jetzt dreimal Hacken machen? Also. Dreimal? Puh, das wird dir wieder. I felt a little uneasy about moving on into the chasms. Ja. If it was too dangerous for Maddie, would it be safe enough for me? Nein, komm schon. Ah. Hä? Ich hab schon den dritten Kristall, okay. Na, so. Ja. Kein Checkpoint? Kein Checkpoint? Okay. Ah, da vorne. Okay. Nein!